nicht jemand bestätigen können, oder nicht? Wenn Sie nicht lügen, nämlich der Betreiber des Platzes. Wie heißt er? Der Seligmacher ist das. Den können wir auch übrigens anrufen, Mandy. Ja, können wir gerne machen. Ja. Würde ich dann sogar tun. Wollten Sie Ingo Flossbach loswerden, Frau Krämer? Tja, mein Gott, ich habe die ganze Zeit schon gesagt, der Typ, der passt einfach nicht bei uns auf dem Campingplatz. Also doch. Ich meine, den werden Sie ja gleich selber sehen. Also, der geht überhaupt gar nicht. Das ich hätte echt nicht gedacht, dass du so mies sein kannst. Interessiert mich jetzt nur noch, was Herr Flossbach dazu zu sagen hat, wie der es findet. Er ist als nächster Zeuge vorgesehen. Noch Fragen an die Zeugin Schumacher? Nein, nein, nein. Herr Flossbach, bitte. Frau Schumacher, setzen Sie sich hinten, bleibt unvereidigt, neben die Zeugin. Herr Flossbach, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Flossbach, Ihr Vorname ist Ingo, Sie sind 45, wohnen auf diesem Campingplatz Seeblick am Möhnesee, Sauerland. Und sind, halt bevor ich zur Verwandlung versperrt komme, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Platzwart und Hilfsarbeiter. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja. Seit wann sind Sie Platzwart auf diesem Campingplatz? Seit meiner Scheidung. Da ist jetzt 4 Jahre ist das jetzt her. Und ja, durch die Scheidung und durch den Unterhalt, den ich den Kindern bezahlen muss, da kann ich mir keine eigene Wohnung mehr leisten. Und deswegen wohne ich da. Und der Job, den ich habe als Hilfsarbeiter in so einer Müllsortierungsanlage, naja, es ist auch nicht die Welt, ich meine hiervon. Und ja, dann habe ich da irgendwann angefangen auf diesem Campingplatz. Und als ich da angefangen habe, da hörte der alte Platzwart, der ging in Rente. Ja, dann habe ich mich darum bemüht und habe den Job auch gekriegt. Und ich brauche den auch, sonst komme ich überhaupt nicht klar. Ne? Sag ich doch, weil du den Job brauchtest. Und am Ende, die ich absägen wollte, hast du dir eins übergebraten. Genau so war's. Was? Ich soll jetzt damit mit der Mandy irgendwas zu tun haben? Das ist doch völliger Quatsch, ist doch sowas. Warum? Die Mandy und ich, wir schwimmen auf derselben Wellenlänge. Ja, die Wellenlänge könnte gestört sein oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Sie hält sie jedenfalls als Platzwart für denkbar ungeeignet. Die Frau Schumacher hat nämlich gehört, dass sie sich bei Herrn Seligmacher über sie beschwert hat und aufgefordert hat, einen neuen Platzwart einzustellen. Aber kann ja gar nicht. Mandy, jetzt bitte, sag doch auch mal was dazu. Guck dich doch mal in den Spiegel an. Du bist einfach nicht der richtige Typ, das ist einfach nicht dein Job, das passt einfach nicht zu dir. Du gehörst einfach nicht zu unserem Campingplatz. Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt oder was ist los? Ja, Ingo, da kriegst du auch mal endlich eine Ansage, nachdem du uns wochenlang neuerdings mit deinen bescheuerten Vorschriften auf den Sack gegangen bist. Aber ich glaub das ja jetzt hier wohl nicht. Ich finde, Sie tun ein bisschen scheinheilig hier, oder? Sie hat gesagt, dass sie schon eine Woche vor dem Tatgeschehen ist, eine Woche vorher mit dem Platzbetreiber über Sie gesprochen hat und über Ihr Entfernen, dass Sie gehen sollen. Und dann wollen Sie sagen, dass Sie das eine Woche bis heute nicht mitbekommen haben sollen. Genau. Und deswegen hast du auch der Mandy die Propangasflasche ins Gesicht gehauen. Ach, ist doch... Hier. Nichts wusste ich. Absolut nichts. Bis zum heutigen Tag. Hier höre ich das erste Mal. Und... Du kannst mal schön die Klappe halten, weil du bist ja nur sauer auf Mandy, weil ihr Sohn Jan ein Verhältnis hat. Ach, du bist ja immer ganz knusper unter dem Schädel da oben. Mit der alten Schachtel fängt er doch im Leben nichts an. Bitte? Ich bin deinem Sohn bestimmt nicht zu alt. Der fand mich total geil. Der, ja, fand, ja. Der fand mich richtig scharf. Ja. Der ist mir wochenlang hinterhergestiefelt. Ja. Herr Flossbach, Sie waren ja derjenige, der Mandy Krämer gefunden hat, als sie so schwer verletzt am Boden lag. Es war 23 Uhr. Woher kamen Sie jetzt hier um die Zeit? Ja, ich hatte, wie gesagt, den Hilfsarbeiterjob in der Müllsortieranlage. Und da hatte ich die Spätschicht und bin dann nach Hause gekommen, also auf dem Campingplatz. Und da drehe ich immer noch mal eine Runde und gucke noch, ob alles in Ordnung da ist. Muss ein und so Betrieb weiter. Sein um die Zeit, ja. Und als ich an dem Wohnwagen von der Annegret vorbeiging, da sah ich auf einmal ein Bein. Da lag ein Bein und ich natürlich direkt hin. Ja, und da sehe ich die Mandy da liegen. Und wie das da schon ist, die hat ein blutverschmiertes Gesicht und alles war ja, total aber geschwollen. Aber sie war ja bei Bewusstsein. Hat sie da eigentlich gleich gesagt, dass ihre Schwester ihr das Ding ins Gesicht geschlagen hat? Nein, ich habe sie ja angesprochen. Ich wollte sie, aber die war ja gar nicht ansprechbar. Die war ja weg. Ich habe natürlich sofort die Polizei gerufen und den Krankenwagen. Und wir wussten alle nicht, was los war. Aber dann sah ich diese Gasflasche da liegen. Und direkt daneben, das konnte ja im Prinzip kein Unfall gewesen. Nein, natürlich. Als Unfall würde ich es auch nicht beschreiben. Sie sollen die Angeklagte in der Nähe gesehen haben, haben Sie bei der Polizei gesagt.
Ja, kurz bevor ich bei dem Wohnwagen von den Schuhmachers ankam, da sah ich die Roswitha, wie die weggelaufen ist. Das ist ja unbestritten, das hat sie auch schon zugegeben. Ja. Aber Sie haben sie nicht gesehen bei Tatbegehung. Sie haben nicht gesehen, dass sie eine Flasche in der Hand hatte und ihr vor den Kopf geschaut. Nö, das habe ich auch nicht, hab ich auch nicht behauptet. Aber ich habe sie nicht gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, warum die einen richtigen Rochus hat auf die Mandy. Weil die hat ihr ja die Knete nicht geben wollen. Weil sie wollte ja immer zu ihrem Freddy hin und her pendeln. Und da hat sie gefragt, ob sie das Geld kriegt. Und da hat sie auch Nein gesagt. Freddy, wer ist Freddy? Ja, Freddy ist mein neuer Freund. Der hat bis vor einem halben Jahr noch mit bei mir auf dem Campingplatz gewohnt. Wo ist er jetzt? Naja, der ist jetzt in Süddeutschland. Der ist Bauarbeiter und hat da die Möglichkeit zur Montage. Und ich habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Dabei würde ich ihn so gerne mal wiedersehen. Haben Sie Ihre Schwester auch da um Geld gebeten, dass Sie da mal wieder runterfahren können zu ihm? Ja, na sicher. Ich meine, so eine Beziehung funktioniert doch nur, wenn man sich auch sieht. Bei Ihrer Schwester sind Sie jedenfalls auf taube Ohren gestoßen mit Ihrem Geldwunsch. Mal wieder. Ja, Mandy wollte mir kein Geld geben, damit ich ihn endlich mal wieder besuchen kann. Dabei liebe ich ihn doch so. Noch Fragen an den Zeugen Flossbach? Nein. Dann Hannah Arendt, die Kioskbetreiberin. Frau Arendt, bitte. Herr Flossbach, nehmen Sie an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Arendt. Herr Flossbach, nehmen Sie bitte Platz. Das ist doch gar nicht so. Und Sie hier vorne. Herr Flossbach, bitteschön. Frau Arndt, bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Hanna ist Ihr Vorname, Sie sind 25 und wohnen auf diesem Campingplatz Seeblick. Was sind Sie vom Beruf? Mir gehört der Kiosk auf dem Campingplatz, also direkt gelernt habe ich jetzt nichts. Verwandt, Frau Schwäger, mit der Angeklagten sind Sie nicht. Und mal rein vorsorglich, man kann ja immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, 55. Frau Arndt, die Angeklagte und ihre Schwester Mandy streiten sich ja seit langem um vieles. Das haben wir hier alles bestens mitbekommen. Aber wissen Sie zufällig noch, um was es gegangen ist am 23. Juli, also an diesem Tattag? Also, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, die beiden streiten sich wirklich seit Wochen. Die haben sich nur in der Wolle. Und an diesem besagten Tag, an dem Tattag, am frühen Nachmittag war das, da trafen die beiden dann bei mir im Kiosk aufeinander. Und ich muss sagen, dass sie sich da auch gut gefetzt haben. Ging natürlich um den Lottogewinn, Geld hin und her. Also die haben sich Lottogewinn ging es ja die ganze Zeit. Ging es um was ganz Konkretes noch? Ja. Und zwar hatte die Roswitha, hatte Mandy um ein bisschen Geld gebeten, weil die sich irgendwie ein Fahrrad, glaube ich, war es, kaufen wollte, was sie benötigt, um zur Arbeit zu fahren wohl. Und Mandy hat das Ganze abgelehnt. Sie hatte auch einen sehr netten Grund dafür, der nämlich war, Mandy hat irgendwie so ihren Wohnwagen wohl geputzt am Vortag, also war so eine große Putzaktion und Roswitha sollte ihr da helfen und das hat sie dann nicht getan und darum hat Mandy der Roswitha auch das Geld nicht gegeben. Das ist meine Million. Ja, ja. Ja, meine Million. Ja. Soll ich's mal buchstabieren? Mein Geld. Okay, aber selbst wenn es so wäre, ich meine, du kannst dir für 400.000 Euro einen Luxuswohnwagen auf deinen Platz stellen. Ja. Und kannst deiner Schwester nicht mal einen Huni abgeben dafür, dass sie sich ein Fahrrad kaufen kann, um zur Arbeit zu fahren, oder was? Also ich glaube, es hakt, ey. Ich meine, zu mir warst du doch auch nicht so geizig. Bei mir warst du auch relativ großzügig. Wie meinen Sie das jetzt? Wie jetzt großzügig? Naja, also Mandy hat früher eigentlich nie Geld gehabt. Und wenn die dann bei mir im Kiosk irgendwas eingekauft hat, dann hat die das immer anschreiben lassen. Und als sie dann den Lottogewinn ausgezahlt bekommen hat, kam die wirklich am nächsten Tag auch direkt in den Laden, hat die 280 Euro bezahlt. Und das war also der Schuldenbetrag, den sie hatte. Und hat dann direkt nochmal 50 Euro draufgelegt und meinte dann, stimmt so. Und das fand ich halt relativ großzügig eigentlich. Du gibst der Hanna hier 50 Euro Trinkgeld und bei mir, deiner eigenen Schwester, machst du einen Riesenaufstand für 100 Euro für den Notfall? Ja, da wollte ich immer ausnahmsweise mal nett sein. Und außerdem waren das auch noch die Zinsen fürs Anschreiben, ja? Lässt sie wieder in der Zwischenzeit bei Ihnen anschreiben? Also gestern war das erste Mal, dass sie das wieder hat machen lassen, aber das war wirklich nur, weil sie kein Geld dabei hatte. Die hat doch nichts mehr, die hat doch alles verprasst, die Mandy! Okay, also ich glaube nicht, dass jemand innerhalb von ein paar Wochen 1 Million Euro auf dem Kopf hat. Also da wäre man schon echt dämlich. 600.000 Euro hat sie in der Karibik versenkt. Okay, du hast kein Geld mehr? Sag ehrlich, hast du kein Geld mehr?
Wenn du so blöd warst, 1 Million Euro binnen ein paar Wochen auf den Kopf zu hauen und ich auch noch so blöd bin, dir zu glauben, wenn du in meinen Laden kommst und da rein torkelst und sagst, es tut mir leid, aber ich habe das Geld gerade nicht dabei, dann muss ich mir auch echt selber mal an den Kopf fassen. Tut mir leid, aber du wirst dein Geld schon wieder kriegen und das weißt du auch. Dann lege ich vielleicht noch mal ein paar Euro mehr Zinsen drauf. Ja? Und außen habe ich ja noch den Wohnwagen. Ne? Und ich meine, den kann ich hier immer noch verkaufen, wenn es hart auf hart kommt. Frau Arndt, der Streit zwischen den Schwestern war aber nicht das Einzige, was Sie an dem Tag in Ihrem Kiosk erleben durften. Da war auch noch ein anderer Streit, ja, oder das, nicht? Das ist zwischen richtig. Wem und weshalb? Also nachdem Roswitha dann wutentbrannt aus dem Laden gestürmt ist, da ist dann Annegret noch gekommen. Hm? Und warum ging es bei den beiden dann? Gleich geht's weiter. Ich habe weder eine Flasche vor dem Laden. Und warum ging es bei den beiden dann? Annegrets Mann Wolfgang, der hat wohl mit Asthma ziemlich doll zu tun. Und Annegret ist der Meinung, dass es ihm an der Nordsee wohl besser gehen würde. Und ja, und dann hatte sie halt wieder den gleichen Streit wie auch schon Roswitha zuvor, also aus dem gleichen Grund, wegen des Geldes. Lotto gewinnen, mein Anteil, du hast uns betrogen und so weiter. Und Mandy ist dann auch aus dem Laden gestürmt, hat nur noch gemeckert, mich wollen eh nur alle anschnorren. Und ja, ist ja auch so. Wie hat der Vorschulmacher darauf reagiert? Ja, die war natürlich sauer. Frau Arndt, ich wundere mich über eines. Im Verhältnis zu den anderen Damen des Platzes sind Sie ja ausgesprochen ruhig. Fühlen Sie sich gar nicht betrogen? Sie sollen da auch Mitglied dieser Tippgemeinschaft gewesen sein. Ja, doch, klar. Also wer wäre denn da nicht so? Natürlich hat mich das super gestört, klar. Und Sie haben sich aber nicht mit der Mandy-Creme angelegt? Naja, nicht angelegt. Also ihr Verhalten uns gegenüber war extrem mies, war extrem scheiße. Also ich habe ihr genau gesagt, was ich darüber denke. Aber mich jetzt direkt mit ihr gestritten und wie die anderen Furien da aufeinander losgegangen, das bin ich nicht. Ich meine, es war ja auch irgendwo mein Fehler, ne? Weshalb war das ja, ihr Fehler? Naja, also Mandy hatte den Lottoschein. Wir waren alle so blöd, ihr blind zu vertrauen. Also war das unser Fehler, mein Fehler. Und so what? Um ehrlich zu sein, geht mir das Geld auch so ein bisschen am allerwertesten vorbei. Also ich bin mit dem zufrieden, was ich habe und ich komme mit dem aus, was ich habe und ich fühle mich wohl so, wie ich gerade lebe. Schön. Und mein Vater hat sein ganzes Leben gespart, hat mit 50 dann letztendlich einen Herzinfarkt gehabt, ist umgefallen, ist jetzt nicht mehr unter uns. Also bin ich doch der Meinung, ich lebe jetzt, ich spare nicht fürs Alter und gut ist und somit fühle ich mich wohl und alles ist prima. Ja, das kannst du so schön, so einfach sagen. Ich meine, du hast ja auch dein Auskommen mit deinem Kiosk. Ja, richtig. Oder hat meine Schwester dir vielleicht doch noch mehr als Zinsen gegeben, als die 50 Euro? Ja, jetzt kommt's. Also ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ich würde nie Geld von ihr annehmen, wenn ich wüsste, ihr bekommt gar nichts. Frau Arndt, diese Propangasflasche, die da hinten steht, war die Tatwaffe. Die soll aus Ihrem Kiosk stammen. Ja, das ist richtig. Also diese Propangasflaschen, die habe ich bei mir verkauft. Aber die Seriennummern von den Flaschen, die hatte ich der Polizei eigentlich schon gegeben. Ja, führen Sie eigentlich Buch darüber, wem Sie auf dem Campingplatz welche Flasche verkaufen? Nee, das leider nicht. Aber ich weiß noch, dass Roswitha an dem Tag im Laden war und eine volle Flasche mitgenommen hatte. Und abends wohl eine Lehre noch vorbeibringen wollte. Aber das hat sie dann nicht getan. Nee, das habe ich wohl. Ich habe die Flasche wieder vorbeigebracht. Habe ich mir doch gedacht. Nein. Also, sie war an dem Tag nicht mehr in dem Laden gewesen. Also, Moment mal. Ich habe dir die Flasche nämlich vor den Laden gestellt, weil dann nachmittags eine ganze Horde Blagen bei dir vor dem Kiosk standen und für Eis angestanden haben. Die kamen alle aus dem Schwimmbad, nämlich nebenan. Und das war so heiß an dem Tag, ich hatte da auch keinen Bock, hier noch 100 Jahre wegen der Propangasflasche zu stehen. Mein Gott, red dich nicht so raus! Warum sagen Sie das mit der Propangasflasche erst jetzt? Hatte ich das nicht erzählt, dass die Flasche nicht wieder aufgetaucht ist? Nee. Also ich dachte, aber immerhin haben wir es ja jetzt. Also mir reicht die Information. Also ich dachte eigentlich, hätte es jemandem gesagt. Jeder auf dem Campingplatz hat eine Propangasflasche, aber Sie hatten zwei. Nee, ich habe die Mandantin hat gesagt, ich habe eine leere Flasche abgegeben. Stimmt, und diese Zeugin da eben hat nicht gesagt, nein, die hat keine abgegeben. Das hat sie nicht gesagt, sondern am nächsten Tag stand die Flasche nicht mehr da oder nicht da. Mir hat sie gar nicht gesagt, Herr Olmer. Also ich habe weder eine Flasche vor dem Laden gesehen, noch hat sie eine abgegeben. Noch Fragen an die Zeugin Arndt? Nein, vielen Dank. Jan Schumacher, bitte. Frau Arndt, Sie nehmen an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Schumacher, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Stimmt's.
Herr Schumacher, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Jan ist Ihr Vorname, Herr Schumacher, Sie sind 17, wohnen bei Ihren Eltern auf dem Campingplatz und gehen noch zur Schule. Welche Klasse gehen Sie? In die 10. Klasse der Hermann-Hesse-Gesamtschule. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Da hinten steht die Propangasflasche, die als Tatwerkzeug benutzt worden ist. Haben Sie die Angeklagte am 23. Juli abends tatsächlich mit dieser Propangasflasche oder mit irgendeiner Propangasflasche gesehen? Ja, das war so gegen 11 Uhr abends und ja, ich habe sie da gesehen mit der Flasche. Also abgesehen davon, dass ich Ihnen kein Sterbenswort glaube, frage ich mich, woher Sie doch genau wissen, dass es abends um 23 Uhr war. Das würde mich wirklich mal rasend interessieren. Ja, also ich gehe jeden Abend um die gleiche Zeit, also um 11 Uhr abends, zum Nachtangeln. Und ich habe halt aus dem Wohnwagen von uns die Angelsachen geholt. Und dann habe ich sie halt gesehen mit der Flasche. Sie ging da lang, ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Jan, was erzählst du denn da? Du lügst doch! Warum erzählst du denn so einen Quatsch? Warum sollte ich denn lügen? Sag mir einen Grund. Weil sie ihre Mutter schützen wollen. Ihre Mutter ist abends aus dem Krankenhaus gekommen. Es hatte nachmittags einen schweren Streit mit Mandy gegeben. Ihre Mutter ist aus dem Krankenhaus gekommen. Ihr Vater ist bald von der Schippe gesprungen. So schwer asthmakrank war er. Und jetzt kommt die Frau in diesem ausgelösten Zustand nach Hause. Und da sehen sie möglicherweise etwas. Und weil sie das sehen, schieben sie es ihr jetzt in die Schuhe, damit sie es ihrer Mutter nicht in die Schuhe schieben müssen. Das ist die Wahrheit. Ja, klar ist meine Mutter mit den Nerven am Ende gewesen. Ich meine, mein Vater wäre fast gestorben. Wer wäre da nicht mit den Nerven am Richtig. Ende gewesen? Und hat Ihre Mutter nicht Mandy Vorwürfe gemacht, sie sei daran schuld, dass er fast sterben würde? Ja, klar war sie sauer. Hätten wir einen Teil vom Lottogewinn bekommen, dann wäre das alles nicht passiert. Wir wären an die Nordsee gezogen und mein Vater wäre niemals ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja, und auf einem Campingplatz passiert natürlich vieles und es wird auch viel gesehen. Und der Zeuge Ingo Flossbach hat uns vorhin erzählt, Sie hätten ein Verhältnis mit Mandy Krämer. Ist da was dran? Ja, das stimmt. Das hat so Anfang März angefangen. Mein Gott, das war von vornherein klar. Das war einfach bloß mal eine kleine Affäre, mein Gott, zwischendurch. Warum haben Sie es nach außen geheim gehalten? Auf dem Campingplatz hat man überhaupt keine Privatsphäre. Jeder weiß von jedem alles. Und ja, wir haben uns halt, also ich habe mir die Privatsphäre halt dadurch geschaffen, dass ich nichts erzählt habe. Und Ihre Mutter wäre bestimmt auch nicht einverstanden gewesen damit. Nee. Ja. Aber warum hat Mandy ein Geheimnis draus gemacht? Ja, auch aus demselben Grund, weil sie halt auch ihre Privatsphäre haben wollte. Und wir sind deswegen auch nachts immer heimlich an den See gegangen. Und was war nach dem Lottogewinn? Ja, nach dem Lottogewinn war ich nur noch Luft für sie. Sie hat sich aufgeführt wie die Königin vom Campingplatz und hat mich links liegen gelassen. Sie dachte wahrscheinlich, meine Eltern haben mich auf den Gewinn angesetzt. Aber mich hat das Geld nicht interessiert und interessiert mich auch heute nicht. Ich war einfach nur verliebt. Das war meine erste große Liebe und meine erste Freundin. Mein Gott, hör doch auf zu heulen. Das ist ja grausam. Mein Gott, als wenn ich mich mit dir weiterhin abgeben würde. Das glaubst du ja wohl nicht, im Ernst nicht. Das war von vornherein klar. Interessiert dir jetzt auch gar keinen, mit wem Sie sich abfinden wollen oder abgeben wollen, was mich viel mehr interessiert. Das muss doch für Sie ausgesprochen verletzend gewesen sein. Sie haben es ja eben gesagt, verliebt. Das war Ihre erste große Liebe und dann behandelt diese Frau ihn. Sie so schlecht. Und das musste sie auch noch jeden Tag über den Weg laufen, da auf dem Campingplatz. Wenn wir uns gesehen haben, dann hat sie mich gegrüßt, als wäre nie was zwischen uns gewesen. Und ja, und dann auch noch das mit dem Lottogewinn. Ich war auch einfach sauer auf Mandy. Mhm. Das ist das eine. Und dann war an dem Tag ausgerechnet noch ihr Vater mit einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall ins Krankenhaus gekommen. Ihre Mutter wird davon berichtet haben, als sie nach Hause gekommen ist. Ja, dass mein Vater fast gestorben wäre, das hat mich super fertig gemacht. Meine Mutter hatte auch einfach recht mit dem Lottogewinn. Hätten wir ein bisschen was davon bekommen, wäre das alles nicht passiert. Ja, ich war einfach nur enttäuscht und wütend auf sie. Das denke ich mir. Und trotzdem sind Sie zum Nachtangeln gegangen an diesem Abend. Schon mal. Ich war einfach enttäuscht. Und traurig und wütend und... Das kann hier jeder nachvollziehen. Und zwischen dem Wohnwagen von der Mandy Krämer und der Familie liegt der Kiosk von der Frau Arndt. Stand da zufällig eine leere Propangasflasche an dem Abend?
Ja, ich wollte halt mit Mandy reden. Und dann bin ich am Kiosk vorbeigekommen und da stand halt diese Flasche. Und ich habe sie einfach mitgenommen und ich dachte doch auch, sie würde mich ignorieren oder gar nicht wieder mit mir reden wollen. Oder ich stand da wieder so wie ein Idiot. Und dann habe ich einfach auf sie gewartet hinter dem Wagen und oh Gott, nein, dann Jan. Habe ich einfach zugeschlagen. Oh Gott, nein, Jan, lass das nicht wahr sein. Was hast du nur getan? Ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen. Noch Fragen an den Zeugen Schumacher? Nee, danke. Bleibt unvereidigt. Herr Schumacher, nehmen Sie hinten Platz, bitte. Werden Anträge gestellt? Nein. Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, Geld alleine macht bekanntlich ja nicht unmöglich. Aber ich habe die Befürchtung, die Geschädigte schafft das auch ohne das Geld. Die hat das gar nicht nötig. Ihr Verhalten ist wirklich ein bisschen hier zu kritisieren. Wobei das keine Rechtfertigung dafür sein kann, sie dann so schwer zu verletzen. Auch bei Ihnen nicht. Es wird selbstverständlich ein Strafverfahren gegen Sie geben. Ihnen möchte ich nur eins raten. Wenn es diese Tippgemeinschaft tatsächlich gab, dann hätten Sie mehr als einen moralischen Anspruch gegenüber Ihrer Schwester. Lassen Sie das mal prüfen. Sie sind heute nicht freizusprechen. Sie haben Ihre Schwester da liegen lassen. Das ist eine unterlassene Hilfeleistung im Sinne des Gesetzes, § 323c. Angesichts Ihres momentanen Einkommens müssen wir davon ausgehen, Hartz-IV-Empfängerin sind Sie, dass die Tageshartz-Höhe dann aber sehr gering zu bestimmen ist. 5 Euro reichen, meine ich aus, Frau Vorsitzende. 20 Tagessätze, ab 5 Euro, 100 Euro, hätten Sie natürlich auch ein schönes gebrauchtes Fahrrad für gekriegt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, verehrter Herr Staatsanwalt, dem Strafantrag kann man sich eigentlich nicht verschließen, obwohl vielleicht eine Einstellung, nee, nicht das Richtige gewesen wäre. Dann hätte niemand was verstanden, wie man miteinander umgeht. Man lässt niemanden liegen, nachdem er schwer verletzt ist, vor allen Dingen nicht die eigene Schwester. Man verhält sich übrigens Fräulein Mandy auch nicht wie Sie, wenn man eine Million hat. Und für mich ist es mal wieder ein Lehrstück. Es ist, glaube ich, in meiner 20-jährigen anwaltlichen Tätigkeit vorgekommen, dass 4 oder 5 Mandanten plötzlich einen Lottogewinn gemacht haben. Keiner ist länger als 1,5 Jahre damit glücklich gewesen. Dann war es weg. Und dass die Angeklagte von diesem Vorwurf freizusprechen ist und nur der unterlassenen Hilfeleistung bleibt, versteht sich von sich selbst. Der Strafantrag ist mäßig, ungewohnt mäßig. Dann war er zu niedrig. Ja. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Krechel. Sie haben das letzte Wort, Frau Krämer. Also, ich hätte jetzt fast gesagt, jeder kriegt, was er verdient. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 5 Euro, also insgesamt 100 Euro, verurteilt. Ratzahlung wird gestattet und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Krämer, das geht nicht, und das wissen Sie auch, jemanden schwer verletzt liegen zu lassen. Und zwar in dieser Art und Weise schwer verletzt, wie Sie es ja auch gesehen haben. Und wäre nicht sonst noch jemand vorbeigekommen, hätte es ihm auch sehr, sehr schlimm ausgehen können. Auf der anderen Seite habe ich bei der Strafzumessung hier berücksichtigt, dass Ihre Schwester gut Grund hatte, so sauer auf Sie zu sein. Ich weiß nicht, was Ihnen alles zu Kopf gestiegen ist, Frau Krämer, mit der Million. Aber so wie Sie sich verhalten haben gegenüber den anderen, war es mehr als unfair. Und ich schließe mich eigentlich der Meinung der Staatsanwaltschaft an, dass man das noch mal nachvollzieht. Bei Ihnen ist nichts zu holen, auch finanziell nicht. Aber vielleicht über den Vermögensberater. Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Revision gegeben oder der Berufung einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Jan Schumacher wurde vom Jugendgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und unheimlicher Falschaussage zu 60 Arbeitsstunden in einer Obdachlosenhilfeeinrichtung verurteilt. Mandy Krämer hat die Lotto-Million komplett ausgegeben. Sie lebt mittlerweile wieder von Hartz IV.